Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Runde Lucius, Leute. Und wir wollten hier zuletzt Mama austricksen. Und entweder wir laufen jetzt ganz schnell, wenn es dunkel ist. Und die Blitze nicht da sind. Oder? Ich weiß auch nicht. Das machen wir mal zu. Aber da war noch was auf dem Bett. Das konnte man nehmen. Sagt er dazu was? Kann ich hier die Telekinese benutzen oder was anderes? Kannst du? Hast du da eigentlich in der Hand, Lucius? Ich hatte das nämlich noch entdeckt, das letzte Mal. Warte mal. Warte, was? Da, genau. Ah, guck mal hier. Komm, nein, und dann bewegen wir das Kissen und dann kommt die. Oh. Es ist ein bisschen blöd von mir, dass ich zu weit laufe. Aber vielleicht können wir das ja mit dem Kissen jetzt wenigstens hinbekommen hier. Den Unsinn. Lucius. Wir lieben Lucius. Und nochmal den tollen Spruch vom Ouija-Brett. Und auch der König und seine Mannen brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehörig auf die Leber. Mhm. So, hier. Ja, genau. Oh Mann, oh! Aber er ist doch... Sie sieht doch gar nicht, dass er das war, oder? Ist es jetzt falsch, dass ich das überhaupt nehme? Das Kissen mit Telekinese? Oder liegt es an ihm? Ja, komm. Oh, ich sollte den Timer vielleicht mal anmachen. So. Ihr dürft nochmal über den Spruch nachdenken, während ich das Licht ausmache. Könnt ihr auch mal was machen. Hier. Zuschauer da draußen. ich darf einfach nur nicht so weit raus. Ich bleib mal hier. So. Ich bin jetzt mal relativ weit, noch nicht so weit im Raum. Dürfte sie eigentlich nicht bemerken. Hat sie das jetzt bemerkt? Guck mal nach. Du. Roller. Mama. So. Oh, guck mal, das hat sie... Wie hat die das denn jetzt bemerkt? Also das war anscheinend nicht richtig hier mit dem Kissen. Mit dem Kissen darf man eigentlich nicht so, ne? Das heißt, ich glaube, dass wir das nicht machen dürfen. Dann vielleicht doch nochmal die Lichtergeschichte irgendwie nutzen. Ist ja auch blöd hier mit dem Licht ausmachen extra. Mama darf uns nämlich nicht sehen. Mama will, dass wir schlafen. Ich gehe jetzt nochmal, wenn es dunkel ist. So, machen wir mal aus, zu hier. Ist es denn überhaupt mal dunkel hier? Ja. Wenn die Lampe nicht mehr leuchtet. Muss wirklich ganz, ganz dunkel sein. Jetzt. Ja, jetzt bin ich losgelaufen. Sie sieht mich. Das hat nicht funktioniert. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Das Gerenne hier nervt ja auch ein bisschen, ne? Soll ich da hinten vielleicht auch das Licht trotzdem ausmachen? Auch wenn ich da durchgehe, muss das hier auch aus, vielleicht. So. Beiden Seiten. Keine Ahnung. Du mit deiner Zahnbürste, Lucius. Turm ist auch so ein Kobold. Aber jetzt war es zum Beispiel sehr dunkel. Da, ne? Muss man doch was machen können.
Vielleicht dann die Telekinese auf den Lichtschalter. In dem Moment, wo es dunkel ist. Telekinese dann. Vielleicht dann das Kissen runter machen, wenn es dunkel ist. Kann das sein? Lucius, kann das sein? Ist das dein Plan? Manchmal nervt mich das ja hier mit dem Gamepad. So, so jetzt zum Beispiel, ne? Jetzt wäre ein guter Augenblick gewesen, jetzt mache ich es aber nicht. Ich warte jetzt mal. Aber warum merkt die das denn? Ja, ich verstehe das nicht. Ich habe doch extra jetzt gewartet. Das macht mich launisch. Und Lucius möchte auch weiter töten. Humpty Dumpty. Mach mir den Humpty Dumpty Spruch. Verstehe das nicht. Sie bemerkt es, egal was ich mache, habe ich das Gefühl. Dann mach doch mal die Lampe kaputt. Vielleicht kann man die Lampe kaputt machen dann. Hey Lucius, mach die Lampe kaputt. Aber das Kissen kann man halt bewegen. Vielleicht hat das ja auch eine Funktion. Die Lampe geht nicht. Der Lichtschalter geht auch nicht. Nur das olle Kissen. Und wir wollen es doch dunkel haben. Den Kleiderschrank konnte man doch auch aufmachen. Vielleicht kann man den hier aufmachen. Komm, mach dunkel. Vielleicht sollen wir tatsächlich schnell in den Kleiderschrank huschen. Na, aber ob das Sinn macht? Ja, jetzt wird es auch schnell wieder hell. Ich versuch's nochmal mit dem Kissen. Die Lampe aus. An. Na komm. Oh, ich hab sie doch gemacht, da war die Lampe aus. Das gibt's doch nicht. Ey, das verstehe ich nicht. Ne. Oh Manno, was soll ich denn machen? Was habe ich denn übersehen? Sollen wir irgendwas noch benutzen? Haben wir irgendwas nicht mitgenommen? Sollen wir unsere Taschenlampe vielleicht benutzen? Mach mal hier das Licht aus. Mach mal das Licht an. Guck mal, da ist das Licht auch schon aus. Prima, Lucius, prima. Nirgendwo kann man durch. Überall ist das Licht schön aus. Merkwürdig. Können wir von hier aus nicht irgendwas machen? Mit Mama aus dem Fenster raus? Mann! Mama? Du regst dich auf, Mama. Kissen sind echt das Einzige, was hier geht. Achso, vielleicht sollte ich auch mal Telekinese auswählen. Oh,
gibt es vielleicht da oben was auf dem... Da gibt es was auf dem Schrank! Ja! Sehr gut. Die doofe Vase auf dem blöden Schrank. Die ist es nämlich. Geht das nur mit ohne Licht? Ich probiere es erstmal lieber mit ohne Licht. Aber das merkt sie nicht. Aber es ist die Vase. Es ist die Vase und die muss runtergeschmissen werden, wenn die Blitze schlagen und das Licht ausgeht. Okay, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm schon, Zahnbürstenlusches. Wir haben einen Plan. Und das ist immer gut. Okay. Telekinese. Ich würde gern was sehen. Wo ist die olle Vase? Mach mal hier die Tür zu. Oder lieber nicht, oder... Mach mal die, genau. Die muss besser weg, Lusches. Und dann hier den hier. Und dann, ist sie denn... Wo ist die Vase da? Ein Millimeter. Ein Millimeter. Könnte ich jetzt die Vase mal bitte anvisiert kriegen? Du dummes Scheiß-Mauspad. Gamepad meine ich, da ist sie doch. Oh Mann, oh! Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Weil das Ding ist, ich will sie natürlich schon in der Hand haben, bevor es halt, damit ich sie schnell eigentlich runterkicken kann, wenn das Licht aus ist. Aber ich sollte sie überhaupt gar nicht bewegen. Am besten, wenn das Licht noch an ist. Das ist ja ein bisschen doof von mir. Es dauert nur ein paar hundert Mal, damit der kleine Sohn des Teufels weitermachen kann. Dank mir. Dass sie auch nicht merkt, dass die Tür aufgeht. Ne? Vase. Die man natürlich auch eigentlich nur durch die Blitze sieht. Ganz geschickt. Ganz geschickt. Kannst du das mal so machen? So, jetzt. Komm schon. Geh aus. Licht. Ey, willst du mich veräppeln? Das war doch... Was soll ich dazu noch sagen? Eine Million Versuche hier für den Scheiß. Aber ja, wenigstens glaube ich, dass das der richtige Weg ist. Glaube ich. Ich verstehe nur nicht, wieso das nicht geht. Weil, ja, ja. Soll ich das von hier aus machen vielleicht eher? Sodass sie gar nicht sieht, dass wir das sind, oder? Geht denn das überhaupt? Man sieht ja immer ihn. Komme ich auch in die Vase durch die Scheibe? Ja, vielleicht mal um die Ecke gehen. Oder durch die Tür. Ohne hier Dingens, Bummens. Die Tür zu. Und dann hier deine coole Kraft. Durch die Tür. Geht das?
Oder musst du dafür im Raum sein? Die Kissen kann ich ja so auch nicht... Ich sehe doch so nichts. Ich muss da reingehen. Mach mal die Tür zu. Und es könnten sich so viele Sachen bewegen, ne? Die Vase, das andere. Mach doch einfach, zersplitter sie einfach. Und wohin jetzt? Geil. Ist sie jetzt runtergefallen? Wo ist sie denn jetzt? Was ist denn die Scheißvase? Jetzt irgendwie sonst wohin geschleudert, so heimlich. Ach, Lucius. Du kleiner Lustiger. Mach mal auch den hier. Guck, jetzt hat sich's bewegt. Wir sind noch im Spiel. Ein Kissen ist sonst wo. Da ist die Vase oder so. Noch mal jetzt. Ah, jetzt komm. Schnell raus, Lucius. Lucius. Genau. Hast du was bemerkt? Ey, das kann nicht sein, dass du da immer noch sitzt. Die Vase ist voll zerdeppert. Ich hab's doch geschafft. Sie sitzt dann da noch, oder was? Oh, einfach mal so ein Kissen, das sich da bewegt. Eine Vase, die zerdeppert. Bleib einfach sitzen und guck Fernsehen, mir doch egal. Ja, das ist schön. Das hat ja gut geklappt, Lucius. Vielleicht nochmal das andere Kissen oder so. Vielleicht mal, ohne dass sich Mama entdeckt. Ja. Die Vase war es schon mal nicht. Du Held. Ja, gut geklappt hier. Geht mein Timer nicht. So klappt hier nichts. So, komm. Guck mal, ich habe das Kissen einfach runtergeworfen. Sie hat nichts bemerkt. Steh mal auf, Mutti. Räum mal auf. Was denn noch? Was wollen die denn noch? Ich werde jetzt mal einen Cut machen und nachgucken, was sie wollen. Bis gleich. Okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich habe was übersehen. Und es ist nicht hier drin und es ist nicht die Vase und es ist nicht das Kissen. Sondern es ist hier. Okay. Da ist anscheinend auch etwas, was uns entdeckt. Aber da ist so ein Stromding, was auch immer, Teil. Und das wollen wir haben. Und dieses Stromteil, das werden wir uns dann mal vorknüpfen. Aber keine Ahnung, warum sie uns da entdeckten, wenn wir da dran sind. Das heißt, ich stelle mich so hin. Keine Ahnung, dass man... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, egal was wir machen, wir werden entdeckt. Und das nervt mich langsam. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich darf also nicht zu nah da rangehen, was vorher hier gar nicht der Fall war. Und ich bin scheinbar nie weiter in die Ecke gegangen. Was sagst du dazu, Lucius? Was sagst du dazu? Okay, das Licht muss aus sein, damit das geht. Und... Ah. Ja? Ja. Endlich. Oh, wo kommt sie jetzt? Kommt sie jetzt? Mama? Kommt sie raus? Nee, aber sie geht weg hoffentlich. Bist du weggegangen, Mama? Bist du so doof und bist weggegangen, Mami? Ich glaube schon. Endlich! Endlich! Oh,
Schnell weg. Wer kommt denn da? So, ich gucke jetzt mal eben in mein Notizbuch. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo wir eigentlich hin wollten. Tom Fabius. Großvater Fabius, mein Großvater hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Die Kammer. Und die kommen jetzt gerade wieder zurück. Das ist ja prima. Sie bemerkt mich nicht. Okay, sie bemerken mich. Oh, verdammt. Du hast mich erschreckt. Oh, jetzt. Warte. Hier, diese komische Power-Macht. Okay, hat nicht geklappt. Spielende. Ich bin zu lahm wegen meiner Spielsteuerungskacke. Drücke die Put-Down. Ja, zu spät. Wenn meine Framerate so derbe einbricht, was mal passiert und mal nicht, kann es passieren, dass ich nicht mal so schnell steuern kann. Das ist sehr unlucky. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was zu tun haben. Das kennen wir ja schon. So. 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 Am besten also, ich werde gar nicht erst entdeckt. Jetzt schon gegangen. Wonach guckt sie denn jetzt? Ach, sie hat eine Taschenlampe. Sie geht raus. Sie geht weg. So wie wir. Bahn frei. Danke, Mama. Na dann Hoppi Galoppi. Hoppi Galoppi. Danke, Mami. Ich warte, ich schaff das. Ja, oder auch nicht. Die letzten Änderungen entfernt. Ja. Okay, warte. Okay. Irgendwie, hä? So, 4 von 6. Ich hab Arschkarte. Weg da. Mach die Tür einfach zu. Mach die Tür einfach zu, Lucius. Oh, die nächsten, die mich entdecken. Vergiss es. Alle, von allen Seiten. Nein, ich möchte das Spielende herbeirufen. Es hat keinen Zweck in diesem Part. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin zu schlecht in Lucius. Vielleicht kriege ich wenigstens eine Errungenschaft für all meine Tode. Es könnte sein. Du bist schlecht in Lucius. Na gut. Ich werde das mal eben überspringen für euch. Ja, Strom ist aus, Mama ist weg. Ich geh mal. Weiß aber nicht, wo sie ist. Ich hoffe, sie ist schon hinten durchgegangen. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Weil da, ja, die stehen da ja alle. Und von oben kommt Mama auch gleich. Kommen die jetzt hier hoch? Jetzt kommt der da? Gehen die jetzt hier alle die ganze Zeit rum? So, jetzt vielleicht. So, schnell hier rein. Oh, hier ist doch das heimlich Guckzimmer. Hier benutzt man deine Taschenlampe. Geht das? Nee, das ist nicht das Heimlich-Guckzimmer. Wie blöd. Hier, ne? Genau. Können wir hier irgendwie schnell wohin? Können wir
welche, die Kreuze mal irgendwie deaktivieren, die uns irgendwie auch noch zusätzlich schwächen. Das ist nicht so geil. Bringt uns das hier irgendwie irgendwas? Nee, ne? Ich hab ein bisschen Schiss, hier rumzulaufen. Ich glaube, wir sind falsch hier. Nein! Nein, die bemerkt mich doch. Scheiß. Okay. Okay, cool. Alles cool. Kann ich vielleicht mal einen Wegweiser oder so kriegen, weil... Nein, natürlich kriege ich keinen Wegweiser. Wo war denn der blöde Keller? Der war doch auch richtig da, oder? Wenn wir jetzt nach rechts... Und nochmal rechts... Nee, der ist doch da hinter mir bei der Garage sogar. Will er uns da treffen? Wir werden es im nächsten Part sehen von Lucius, Leute. Und ich hoffe, dann komme ich besser voran. Bis dann.